Risikofaktoren, da zählt ganz klar das Rauchen als auch der Alkoholgenuss dazu. Das natürlich alles über die Jahre, aber auch unsere alternde Gesellschaft, also das Alter, dass wir alle älter werden, das zählt ebenfalls dazu, dass man diesen Mundhöhlenkrebs bekommen kann. Die meisten Patienten haben tatsächlich keine direkten Schmerzen, was man vielleicht erwarten könnte. Unglücklicherweise ist das tatsächlich schmerzarm. Man erkennt eine weißliche Verfärbung der Schleimhaut und das sollte dann im Optimalfall einmal probebiopsiert werden. Es sollte eine Probe entnommen werden. Daran kann man dann sehen, ob es ein Krebs ist oder nicht. Da steht ganz im Vordergrund die chirurgische Therapie. Wenn es irgendwie möglich ist, versuchen wir das zu entfernen im Gesunden. Weitere Säulen der Therapie sind die Strahlentherapie als auch eventuell eine Chemotherapie.